Er is nu nog industrie, overslag van grondstoffen, scheepsbouw en andere bedrijvigheid. Maar straks staat het westelijk havengebied vol woningen. Over 30 of 40 jaar wonen en werken er in het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Havenstad 150.000 mensen. In het Duitse Hamburg wordt eenzelfde soort wijk gebouwd, genaamd Haven City. In een oud stuk haven worden in totaal 7000 woningen gebouwd. Het grote verschil met Amsterdam is dat in Hamburg de eerste mensen al in de wijk wonen. Daniel Luchterhand is stedenbouwkundige en vader van twee. Hij is met zijn gezin niet alleen verhuisd naar Haven City, hij heeft zijn kantoor ook meegenomen. Luchterhand werkt hier en een paar pas verder is de voordeur naar zijn appartement. We hebben vorher in andere stadteilen gewoond en gewerkt. In de woning daarvoor sogar op een etage met wonen en arbeiten. Daar zijn we uit het slaapkamer ins bureau gegaan. Dann ist das Büro zu groß geworden. Wir haben entschieden, dass die Verknüpfung, die Verbindung von Wohnen und Arbeiten weiterhin sehr wichtig ist, aber dass es auch ganz gut tut, wenn man eine gewisse Distanz zwischen der Wohnung und dem Büro auch hat. Inmiddels woont er ungefähr ein kwart von den in total 14.000 Menschen, die in Haven City kommen zu wohnen. Naast appartementen zijn er in de wijk al veel winkels, is er een metrolijn, een nieuw concertgebouw en zelfs een universiteit. Al die voorzieningen, maar vooral ook de vrijheid voor bewoners om eigen woningen te ontwikkelen en buurtinitiatieven te starten, maakt de wijk populair. Samen met haar gezin woont journalist Marianne Wellershoof nu een jaar in Haven City. En dat bevalt goed, vertelt ze vanaf het dak van het appartementencomplex dat ze samen met de andere bewoners bouwde. Ik empfinde die mensen hier als deutlich offener als in dem Stadtteil, in dem ich vorher gewoond habe, obwohl das auch ein City-Stadtteil war. Aber das war ein gewachsener Stadtteil. Es gab alles schon. Hier gab es nichts. Wenn man ein Stück weiter nach da guckt, da in den Osten, dort entsteht alles noch. Ja. Dort ist noch Sand. Da gibt es keine Gebäude. Es gibt aber schon Leute, die wissen, dass sie dorthin ziehen werden. Genau solche Baugemeinschaften oder Kooperativen, wie wir hier sind und die sich jetzt schon zusammentun. Wir sind aus einem alten Hamburger Stadtteil in die Haven City gezogen, den wir sehr geschätzt haben und auch heute noch schätzen. Tolle gründerzeitliche Bebauung, ein unglaublich schöner Baumbestand, ein Kanal vor der Nase. Also es gab eigentlich keinen Grund, den Stadtteil zu verlassen. Aber die Haven City bietet die Chance, auch einen neuen Stadtteil mit zu gründen, also eine Nachbarschaft mit zu gründen. Das ist ja mehr als die Ansammlung von Häusern. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Campingplatz. Und das wird man vielleicht in Holland noch besonders gut nachvollziehen können. Wenn man hinkommt und die anderen sind vielleicht schon mal eine Woche da, die können einem sagen, wo man was kriegt. Und sind auch bereitwillig, einem zu helfen. Und das ist in der Haven City nicht viel anders. Maar het is niet alleen maar koek en ei. Er zitten ook grote nadelen aan het wonen in een wijk zo dicht op één van de grootste havens van Europa. Uit de haven komt veel geluid en de grote hoeveelheid schepen zorgt voor luchtvervuiling en dat 24 uur per dag. Maar ook het nog te bouwen winkelgebied midden in de wijk maakt dat bewoners zich zorgen maken over het toenemend aantal auto's in hun nu nog rustige buurt. Im Moment fangen hier an unserem Haus unten vorbei circa 9000 Autos am Tag. Es können 27.000 werden, eine Verdreifachung. Und gegenüber dort drüben auch nochmal 27.000. Ja, das ist ziemlich viel, denke ich. Das ist sehr, sehr viel. Bis zum Jahr 2030, wenn wir ja angeblich alle Elektroautos haben, bedeutet es auch eine sehr hohe Belastung, nicht nur von Lärm, sondern auch von Stickoxiden. Und die ist sowieso schon sehr hoch durch den Hafen. Die Haven City ist, wie der Name sagt, natürlich ein Viertel am Hafen. Und wir haben eine Belastung durch die vielen Kreuzfahrtschiffe, die auch immer mehr werden, und natürlich durch die vielen Containerschiffe. Feinstaub ist immer ein Thema. Die Abgase der Kreuzfahrtschiffe sind natürlich ein Thema. Der Lärm aus dem Hafen, der hier rüberschallt, sind ein Thema. Aber auch die Bahn, die Eisenbahn, die hier in den Hauptbahnhof einläuft, nicht weit von hier. Die hören wir hier auch zurzeit noch. Das sind alles Themen, das wussten wir vorher, als wir hergezogen sind. Ich will nicht sagen, dass wir leichtsinnig damit umgehen. Also ich finde, das Schallthema ist ganz gut im Griff. Mit den Kreuzfahrtschiffen, das Thema wird bearbeitet, dass es Landstrom gibt.
Ja, und ich sage, auf der anderen Seite steht zu Buche, dass wir regelmäßig das Tuten der Schiffe hören, wenn sie ablegen. Und das ist eine unglaublich schöne Atmosphäre. Hoewel de Amsterdamse wijk veel groter wordt dan de wijk in Hamburg, hebben Wellershoofd en Luchterhand wel advies voor de gemeente hier. Ich glaube, dass man sehr genau gucken muss, wie man eine soziale Mischung im Stadtteil hinbekommt. Und das sage ich nicht nur, weil ich selber Baugemeinschaftsmitglied bin und eine solche neue gegründet habe. Ich glaube, dass die Baugemeinschaften der Schlüssel sind für eine gute Nachbarschaft. Denn das sind Menschen, die sich dauerhaft an den Stadtteil binden wollen und bereit sind, sich über die eigene Wohnung hinaus für die Nachbarschaft zu engagieren. Man sollte einen konsequenten Verzicht auf das Auto vorschreiben, indem es keine Parkplätze gibt und Carsharing-Vereine gegründet werden und auf dieser Weise der Verkehr rausgehalten wird. Man sollte keine Durchgangsstraßen planen und man sollte auf jeden Fall sehr viel mehr Grünflächen planen, als hier in der Hafen City sind. Ist Hafen City das beste Stadtteil von Hamburg? Ich glaube, das kommt sehr auf die persönliche Einstellung an. Ich liebe es hier sehr. Andere möchten lieber in einem gewachsenen Stadtteil leben, wo da der Coffeeshop und da die Boutique und sonst was ist. Ich mag es hier sehr. Wer es nicht mag, muss hier nicht herziehen, so würde ich immer sagen. Aber für Menschen, die das Urbane, auch dieses Maritime schätzen, für die ist das hier tipptopp.